Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und möchte Ihnen im heutigen Webinar die Programmerstellung mit der DIN-ISO-Programmierung erklären. Wir können ja bei der Heidenhain, bei allen Heidenhain-Steuerungen die Klartext-Programmierung anwenden. Das ist ja die Hauptweise, wie wir unsere Steuerung programmieren. Aber natürlich können auch die Heidenhain-Steuerungen die DIN-ISO-Programme verarbeiten. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute bei diesem Webinar mit anschauen. Wenn es Fragen gibt, würde ich Sie bitten, das Fragenfenster auf Ihrer GoToWebinar-Leiste zu verwenden. Einfach da die Frage reinschreiben. Ich werde dann am Ende vom Webinar auf die Fragen eingehen und diese dann beantworten. So. Wir wollen in diesem Webinar die Programmierung am Hand eines Werkstücks durchführen. Und zwar sehen wir hier dieses Werkstück und auf der linken Seite den Programmablauf. Als erstes erstellen wir einen Ordner für das Programm, legen das Programm an, definieren die Blockform, beginnen mit dem Planfräsen, anschließend wird die Außenkontur geschrubbt und geschlichtet. Wir erstellen die Bohrungen, die Kreistasche, das Ganze wird mit Zyklen gemacht, also wir werden hier sehr viel mit Zyklen arbeiten, aber auch auf die Konturprogrammierung eingehen. Die Innenkontur wird dann mit einem SL-Zyklus gefertigt, die Kreistasche noch und dann das Ganze natürlich auch noch entgraten und dann das Programmende. Und das werden wir jetzt gemeinsam einfach durchgehen. Am Ende des Webinars sollte dann das Bauteil so aussehen. Ein komplett erstelltes Bauteil mit Entgraten und allen Bearbeitungen. Dazu wechsle ich jetzt auf den Programmierplatz und wir beginnen direkt mit der Programmerstellung. So, dazu haben wir als erstes mal die Zeichnung und den Programmierplatz blenden wir uns auch noch mit ein. So. Wenn wir nun mit der Programmerstellung beginnen, gehen wir als erstes immer ins Programmieren, also Programm einspeichern, editieren. Und hier gehen wir in die Dateiverwaltung über die Taste Programmmanagement. Die finden Sie unten auf der virtuellen Tastatur. Also ich versuche da möglichst viel mit dieser virtuellen Tastatur zu arbeiten, damit Sie auch nachvollziehen können, wo ich denn meine Tasten drücke. Aber ein bisschen meine Maus erkenntlicher gemacht. Ich hoffe, dass man das bei Ihnen dann auch auf dem Bildschirm besser mitsieht. So, als erstes, wenn wir in unserer Dateiverwaltung sind, müssen wir einen Ordner anlegen. Um einen Ordner anzulegen, müssen wir immer auf der linken Seite uns befinden. Also wir müssen mit dem Cursor einmal nach links rüber wechseln und hier können wir nun einen Ordner erzeugen. Der Ordner wird immer unter dem Ordner erzeugt, wo ich aktuell stehe. Also ich möchte einen Ordner im Ordner ncproc erstellen und den nenne ich Webinar DIN ISO. Wichtig ist immer, Großbuchstaben sind erlaubt, Kleinbuchstaben sind erlaubt, Zahlen, Unterstrich und Bindestrich. Bitte keine Leerzeichen in Dateinamen eintragen oder Verzeichnisnamen, da es ansonsten bei Programmaufrufen oder bei anderen Funktionen zu Problemen kommen kann. Also einfach an der Position, wo ich mit dem Cursor stehe, zum Schreiben beginnen, dann wird das neue Verzeichnis angelegt und wenn ich mit Enter bestätige, wird dieser Ordner angelegt. Jetzt wechsle ich auf die rechte Seite rüber mit meinem Cursor und gehe auf den Ordner und öffne diesen. In diesem Ordner möchte ich nun mein Programm erstellen. Dazu ist es immer wichtig, wenn ich ein Programm erstellen möchte, muss ich auf der rechten Seite von der Dateiverwaltung mich befinden und kann jetzt direkt wieder anfangen mit dem Namen, also PGM. Dann öffnet sich hier das Fenster, Datei wählen. Und jetzt muss die Steuerung noch wissen,
in welchem Format ich dieses Programm erstellen möchte. Und das soll ein DIN-ISO-Format sein, also Punkt I. Das war einmal die falsche. PGM.I wie IDA. Dann weiß die Steuerung, dass ich ein DIN-ISO-Programm erstellen möchte und öffnet mir den DIN-ISO-Dialog. Mit Enter bestätigen, das Maßsystem auf Millimeter festlegen und schon sind wir im DIN-ISO-Modus. Man sieht es gleich, Programm G71. Das ist einfach hier der Beginn und Ende vom Programm, unser G71. Nein, das G71 ist natürlich das Maßsystem. Millimeter. So, unten sehen wir jetzt schon die Blockformen. Weil wir das Ganze simulieren möchten, wäre es gut, wenn wir uns eine Blockform anlegen. Hier wähle ich den Softkey 1, die Blockform aus und kann nun als erstes die Spindelachse, also meine Programmierebene, auswählen. G17, es ist halt leider so, im DIN-ISO-Modus haben wir sehr viel mit den G-Funktionen zu kämpfen. G17 heißt, ihr seht es oben schön in der Leiste angezeigt. Hier oben heißt Spindelachse Z, Ebene XY. Also auch im DIN-ISO-Modus spricht die Steuerung mit uns und geht in einen Dialog und sagt uns, was meinen die denn jetzt mit G17? Das ist die Spindelachse Z, Ebene XY. Mit Enter bestätigen wir das Ganze und kommen nun zur Rohteildefinition. Und diese kubische Blockform wird immer mit einem Minimalpunkt und einem Maximalpunkt definiert. Das heißt, ich gebe zwei Punkte an. Einmal den Minimalpunkt, der liegt immer vorne, links unten. Und der Maximalpunkt liegt immer hinten rechts oben. Also einfach zwei Punkte diagonal durch den Raum verbunden und so kann ich meine Blockform definieren. Für unser Bauteil heißt das jetzt, ich sehe schon, der Nullpunkt liegt vorne links im Eck oben. Also vom Nullpunkt gehen wir einfach zu unserem Minimalpunkt. Also keine Bewegung in X, keine Bewegung in Y und in Z gehen wir auf minus 20 und das ist unser Minimalpunkt. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Maximalpunkt. Nun müssen wir von unserem Nullpunkt, der ja links unten liegt, in x 150 mm, also einmal die Länge des Bauteils, in y 100 mm die Tiefe und in Z programmiere ich plus 2. Dieses plus 2 werde ich als erstes mit Planfräsen wegbearbeiten. Blockform ist angelegt und ich kann nun mit meinem Programm beginnen. Am Anfang von meinem Programm schreibe ich immer gerne den Nullpunkt oder den Bezugspunkt, mit dem dieses Teil bearbeitet werden soll. Das können wir unter Cycle Def. Also unten bei der virtuellen Tastatur gibt es in diesem 10er Block Cycle Def Koordinatenumrechnungen und hier gibt es den Zyklus 247. Bezugspunkt setzen. Ich aktiviere hier den Bezugspunkt 1. Das heißt, dieses Programm, wenn ich später mein Bauteil antaste, soll im Bezugspunkt 1 gespeichert sein. Und das aktiviere ich einfach am Anfang von meinem Programm. Mit End of Block kann ich dann wieder meinen Dialog verlassen. So, das Rohteil haben wir definiert, den Bezugspunkt haben wir gesetzt. Als nächstes beginnen wir mit dem Planfräsen. Und da mag ich eigentlich davor immer so ein bisschen eine Struktur im Programm einbauen. Und dazu habe ich zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Semikolon-Taste, also Strichpunkt auf der Tastatur, die, wenn ich diese drücke, wird mir so eine Leerzeile eingefügt. Das kann ich jetzt als Kommentar nutzen oder einfach, um ein bisschen eine Struktur reinzubekommen, kann ich diese Semikolon-Taste nutzen.
Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, eine Struktur einzubringen. Und zwar, wenn ich auf Shift und 8 gehe, wird mir ein Gliederungspunkt eingefügt. Also Shift und 8, das ist auf der Tastatur der Stern. Und so wird mir ein Gliederungspunkt eingefügt. Und diesen Gliederungspunkt kann ich jetzt benennen, zum Beispiel mit Planfräsen. Und ich gebe auch immer das Werkzeug noch dazu an, das ist TD63. Das heißt, Planfräsen möchte ich mit dem Werkzeug D-Durchmesser 63. Mit End of Block verlasse ich wieder diesen Dialog und jetzt habe ich einen Gliederungspunkt. Und wenn ich über die drei Pfeile im Kreis taste, die Ansicht auf Programm und Gliederung einstelle, dann sehe ich auf der rechten Seite immer meine Gliederungspunkte und auf der linken Seite sehe ich mein Programm. Und so habe ich schon mal eine Struktur und ich kann auch schnell zu diesen Gliederungspunkten hinspringen. Das schauen wir uns dann später an. So, wir beginnen mit unserem Planfräsen. Dazu brauche ich als erstes mal ein Werkzeug. Das Werkzeug finde ich unten bei Tool Call. Das ist einfach T. Und jetzt kann ich auswählen, ob ich das Werkzeug mit Nummer oder Name auswählen, aufrufen möchte. Ich möchte Name haben und gehe jetzt hier auf Wählen, auf den Softkey 8. Und nun öffnet sich automatisch meine Werkzeugtabelle und ich kann nun meinen Fräser auswählen, den ich haben möchte. Und das ist bei uns, schauen wir mal, das Werkzeug 52, der Facemill D63. Okay, mit Enter bestätigen. G17 ist wieder die Spindelachse Z. Und Drehzahl gebe ich jetzt hier mal an mit 3000. Ich kann mir diese Drehzahl auch beispielsweise aus der Schnittgeschwindigkeit berechnen. Das ist eine andere Variante, dass ich sage, okay, Schnittgeschwindigkeit, ich gebe die Schnittgeschwindigkeit an und die Steuerung berechnet sich dann selbstständig mit dem Radius und der Schnittgeschwindigkeit die passende Drehzahl. Einen Vorschub kann ich auch noch angeben. Diesen Vorschub kann ich dann später in den Zyklen mit FAuto weiterverwenden. Das können wir jetzt hier mal machen. Machen wir einen Vorschub von 1000. Und wir beenden den Satz wieder. Immer wenn wir unsere Eingaben gemacht haben, können wir den Satz mit End of Block beenden. Wenn wir das Werkzeug eingewechselt haben, mit M3 schalten wir gleich die Spindel ein. Also einfach auf der ASCII-Tastatur M drücken und M3. Ich schalte immer, sobald ich das Werkzeug drin habe, die Spindel ein. Dann läuft die schon mal. Und wenn man mal aus Versehen einen Crash fährt, dann verzeiht die Spindel einem etwas mehr, wenn sie sich dreht, wie wenn sie steht. So, als nächstes wollen wir nun Planfräsen. Und das machen wir mit einem Zyklus. Hierzu bietet Heidenhain viele verschiedene Zyklen an. Diese Zyklen finden wir immer bei der Cycle Dev-Taste. Cycle Dev sehen wir hier unten in diesem 10er Block. Da haben wir die Cycle Dev-Taste. So, Cycle Dev. Und dann schalten unten die Softkeys um. Und jetzt sehe ich die verschiedenen Gruppen von Zyklen. Bohren und Gewinde, Taschenzapfen, Nuten, Koordinatenumrechnungen, SL-Zyklen, Punktemuster. Drehen, denn ich habe hier die TNC 640, da gibt es auch die Drehzyklen und weitere Sonderzyklen. So, wir wissen jetzt noch nicht, was wir für eine Nummer verwenden wollen von unserem Planfräszyklus, also müssen wir mal schauen. Planfräsen wird wahrscheinlich nicht bei Bohren und Gewinde drin sein. Taschenzapfen, Nuten, das sind die geometrisch einfachen Formen und das ist eben auch Planfräszyklus ist auch eine geometrisch einfache Form. Also, wenn wir hier reingehen, haben wir erstmal unseren Rechtecktasche, Kreistasche, die verschiedenen Zapfenzyklen. Und auf der zweiten Ebene habe ich den Zyklus 233. Das ist der neue Planfräszyklus und wenn ich den anklicke, dann kann ich den direkt auswählen. So, Planfräsen, als erstes Bearbeitungsumfang. Schruppen und Schlichten mit einem Werkzeug wäre 0, nur Schruppen wäre 1 und nur Schlichten wäre 2. Ich lasse jetzt hier mal
Bearbeitungsumfang auf 0, also Schruppen und Schlichten. Frässtrategie, er soll immer in eine Richtung bearbeiten, Frässtrategie 2. Und dann nach der ersten Bahn nach oben abheben, wieder zurückfahren, seitlich zustellen und wieder weiterfahren. So erhalte ich die beste Oberfläche auf meinem Werkstück. Die Fräsrichtung 1 soll entlang der Hauptachse geschehen, also entlang der X-Achse. So, und nun kommt die Seitenlänge und hier gebe ich jetzt einfach meine Maße vom Bauteil an und zwar wirklich so, wie es auf der Zeichnung steht. Ich brauche mir hier keine Gedanken wegen Überlappung vom Fräser, dass er weit darüber hinausfährt. Das macht der Zyklus alles selber. Die X-Länge ist 150. Die zweite Seitenlänge ist die Y-Länge, das ist 100. Startpunkt dritte Achse, das ist jetzt unser Aufmaß, was wir oben definiert haben, also die plus 2. Und der Endpunkt dritte Achse ist 0. Das heißt, Startpunkt dritte Achse gibt an, wo der Zyklus startet in Z und Endpunkt, wo er aufhört. Ein Aufmaß vergebe ich keins. Maximale Zustelltiefe, die 2 mm kann er auf einmal leicht nehmen. Bahnüberlappung, also wie viel, dass er seitlich überlappen soll. Da soll er einmal den Radius überlappen. So, Vorschub fürs Fräsen. Hier kann ich jetzt hergehen und entweder einen eigenen Zahlenvorschub eingeben oder ich verwende mit Softkey 2 F-Auto. Und wenn ich F-Auto verwende, dann nimmt er automatisch den Vorschub, den ich oben im Tool-Call-Satz angegeben habe. Also Vorschub 1000. Vorschub schlichten. Ich habe gesagt, oben Bearbeitungsumfang schruppen und schlichten, aber ich habe kein Aufmaß definiert, von dem her brauche ich den Vorschub schlichten nicht. Vorschub fürs Vorpositionieren. Gut, vorpositionieren wird immer in der Luft, also da können wir schon mal ein bisschen was Schnelleres eingeben. Den Sicherheitsabstand für die Seite, wie viel, dass er eben seitlich versetzen soll, wenn er die nächste Zustellung anfährt. Sicherheitsabstand oben, dieser wird immer auf den Startpunkt dritte Achse gerechnet. Der zweite Sicherheitsabstand, dieser wird nach dem Zyklus angefahren. Und das ist jetzt neu beim Planfräszyklus, dass ich hier auch noch Begrenzungen machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Absatz fräsen möchte mit diesem Zyklus, kann ich hier über bis zu 3 Begrenzungen meine Bearbeitung eingrenzen und sagen, okay, an dieser Position, wo ich eine Begrenzung setze, zum Beispiel in x minus, wenn ich minus 1 nehme, wird an dieser Stelle die Kante mit Radiuskorrektur gefahren und nicht überlappt. Und so kann ich den zum Absatz fräsen, Ausklinkungen fräsen oder auch zum Bearbeiten von offenen Taschen verwenden. Also bis zu 3 Begrenzungen. Dann noch einen Eckenradius, wenn ich Minimum 2 Begrenzungen aktiviert habe und ein Aufmaß für die Seite, damit ich die natürlich auch noch schlichten könnte. So, der Planfräszyklus ist definiert und nun muss ich der Steuerung noch sagen, wo dieser Zyklus beginnt. Und das mache ich, indem ich das Werkzeug auf diesen Punkt, wo der Zyklus beginnen soll, vorpositioniere. Das wird mit einer Gerade gemacht. Hierzu drücke ich die Taste L. So, und jetzt sehen wir schon, er fügt uns automatisch einen Satz ein, und zwar N90G01. So, G01 heißt nicht im Eilgangverfahren, sondern im programmierten Vorschub. Ich würde aber gerne das Ganze mit Eilgang machen, also kann ich einmal mit der Pfeiltaste nach links gehen und jetzt kann ich unten verschiedene G-Funktionen auswählen, beispielsweise G0 für Eilgang. Und jetzt positionieren wir uns auf X0, Y0 vor. Mit Enter kann ich nun zur Radiuskorrektur kommen. Ich brauche keine Radiuskorrektur, also wähle ich G40. Mit Enter kann ich das Ganze übernehmen. Und nun muss ich noch der Steuerung sagen, dass der Zyklus aufgerufen werden soll. Und das ist immer bei spannenden Zyklen. Also immer wenn Zyklen Späne verursachen, muss ich den Zyklus aufrufen. Und aufrufen kann ich den Zyklus mit der M-Funktion M99. So kann ich den Zyklus aufrufen und
dann weiß die Steuerung, dass nun dieser Zyklus abgearbeitet werden soll. Mit M99 wird immer der zuletzt definierte Bearbeitungszyklus aufgerufen. Den Satz beende ich mit End of Block. Und diese Bearbeitung ist jetzt abgeschlossen, das Planfräsen. Also füge ich eine Kommentarzeile ein und mache dann mit dem nächsten Gliederungspunkt weiter. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen, was wir jetzt hier programmiert haben. Dazu gehe ich in die Simulation, also Programm Test. Das sehen wir auch unten auf der virtuellen Tastatur. So, hier ist noch ein anderes Programm angewählt, also gehe ich kurz in die Dateiverwaltung, Programmmanagement, letzte Dateien, da brauche ich nicht lange durch meine Ordnerstruktur suchen. Hier werden mir immer die letzten geänderten neuen Dateien angezeigt und kann jetzt hier auf OK gehen. Und jetzt habe ich mein Programm Webinar DIN ISO PGM.i angewählt. Und über Reset und Start kann ich die Simulation starten und wir sehen, okay, jetzt wurde etwas bearbeitet. Ich kann mir unten über den Softkey 1 noch die Werkzeugwege anzeigen und sehe, okay, hier hat er jetzt mein Planfräsen gemacht. Was wir hier schön sehen, ist die Frässtrategie 2. Also er fährt, kann das Ganze mal ein bisschen langsamer machen, er fährt im Material in die X-Plus-Richtung. Wenn er dann hinten am Ende der Bearbeitung angekommen ist, fährt er wieder mit Eilgang nach oben, fährt zurück und beginnt wieder mit der Bearbeitung. Was man auch sieht, die Steuerung versetzt automatisch das Werkzeug um den Sicherheitsabstand nach außen. Das heißt, ich brauche mir bei der Angabe von meiner zu fräsenden Oberfläche keine Gedanken über den Werkzeugradius machen, das macht die Steuerung alles selbstständig. So, die erste Bearbeitung haben wir abgeschlossen. Als nächstes gehen wir nun weiter mit der nächsten Bearbeitung und das ist die Außenkontur. Man kann ja nicht immer alles mit Zyklen bearbeiten, man muss auch mal Konturen beschreiben und das machen wir nun bei der Programmierung unserer Außenkontur. Dazu wechsle ich wieder ins Programmieren und definiere einen Gliederungspunkt, Außenkontur, Schruppen. Das Ganze möchte ich mit einem Fräser Durchmesser 16 machen. Dazu über Tool Call, Werkzeugname, wähle ich mir wieder mein Werkzeug aus. Bestätige die Spindelachse Z 150. Der Vorschub soll 2580 sein und so kann ich das Ganze wieder definieren. Schalte die Spindel mit M3 ein. So, die Außenkontur an sich benötige ich insgesamt dreimal. Und zwar das erste Mal fürs Schruppen. Das zweite Mal fürs Schlichten, das dritte Mal fürs Entgraten. Jetzt müsste ich die Kontur dreimal ins Programm einfügen, aber die Kontur ist ja immer die gleiche. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, wie ich so etwas einfach machen kann, und zwar über Labels. Ich beschreibe die Kontur einmal in einem Unterprogramm, einem sogenannten Label, und rufe sie einfach an der Position auf, wo ich sie benötige. So, aufrufen können wir so ein Unterprogramm über die Taste Call Label. Das sehen wir unten auf der virtuellen Tastatur. Dann wird so ein Satz eingefügt, L. Und hier kann ich jetzt die Labelnummer angeben, welches ich aufrufen möchte. Label Nummer 1 zum Beispiel. So. Und was passiert jetzt in diesem Label 1? Das muss ich jetzt definieren. Ich habe mir angewöhnt, diese Labels immer hinter M30, also hinter das Programm Ende zu schreiben. Hinter M30 sage ich jetzt über die Taste Label Set.
Dann wird mir der Satz eingefügt, G98L, und jetzt kann ich hier sagen L1. Jede Labelnummer darf nur einmal im Programm verwendet werden. Das heißt, ich kann bis zu 999 Labels eingeben, also 999 ist die größte Labelnummer, oder ich kann auch mit Labelnamen arbeiten. Aber jede Labelnummer und jeder Labelname darf nur einmal im Programm vorkommen. Sollte ich da mal eine Labelnummer doppelt vergeben, bringt mir die Steuerung automatisch eine Meldung und sagt mir, dass in der Zeile so und so die Labelnummer bereits vergeben ist. So, und jetzt in diesem Label beginne ich mit meiner Programmierung von der Kontur und da fahre ich als erstes mal auf eine sichere Position. Also linear, nicht mit G0, nicht mit G1, sondern ich möchte ja wieder mit Eilgang arbeiten. Also G0 und ich möchte die Kontur gerne mittig unten beginnen. Also positioniere ich mich auf X50, Y minus 20 und dann, wenn ich die beiden Koordinaten eingegeben habe, mit G40, also ohne Radiuskorrektur und ohne M-Funktion, fahre ich an diese Position. Wenn ich jetzt das Ganze mal über die Tastatur eingeben möchte und ich nicht über die L und dann auf G0 wieder rüberspringen möchte, kann ich auch direkt über die Tastatur G0 eingeben. Und wenn ich jetzt Enter drücke, erstellt er mir automatisch einen Satz mit G0. Und jetzt kann ich hier auf meine Z-Position fahren. Also mit Eilgang auf Z2. Und kann wieder G1 diesmal angeben und jetzt kann ich auf meine Tiefe fahren, zum Beispiel Z-5. Laut Zeichnung muss die Außenkontur 5 mm tief sein und das will ich jetzt mit dem Vorschub von 4000 machen. Also sobald ich G1 programmiere, kann ich einen Vorschub eingeben und dieser wird dann von der Steuerung verwendet. So, jetzt stehen wir unten an der Kontur und auf der richtigen Tiefe. Als nächstes muss ich jetzt meine Anfahrbewegung programmieren. Und da ich direkt an einer Gerade anfahre, benötige ich eine Anfahrfunktion. Und die finden wir bei den Programmierfunktionen und zwar unter Approach, also die Taste heißt APPRDEP. Man sieht es unten auf der virtuellen Tastatur. Und mit dieser kann ich jetzt an meine Kontur, ich verwende hier APPR, das war jetzt ein bisschen schnell, gehen wir nochmal drauf. Hier habe ich jetzt insgesamt vier verschiedene Anfahrfunktionen. Anfahren heißt immer Approach und vier verschiedene Abfahrfunktionen. Departure, das kennt man vom Flughafen, da steht auch immer Departure für die, die wo wegfliegen dürfen. Genau, das wäre dann das Verlassen von der Kontur. Ich verwende diese An- und Wegfahrfunktionen ganz einfach. Wenn ich einfach nur stumpf 90 Grad an die Kontur ranfahren würde, würde ich so eine Freischneidmarke bekommen. Und das sieht dann nicht schön aus an dem Teil und deswegen verwende ich das weiche Anfahren. Über Approach LCT heißt tangentiales Anfahren in einem Kreisbogen an die Kontur. So. Dazu gebe ich jetzt den ersten Punkt von der Kontur an. Das ist x50, y plus 5 laut Zeichnung. Z stehen wir schon richtig. Und jetzt kommt hier noch der Radius R2. Und anschließend noch die Radiuskorrektur. So, G40 würde heißen Werkzeug Mittelpunktsbahn. G41 heißt links von der Kontur, G42 heißt rechts von der Kontur. Also, ich möchte im Uhrzeigersinn fräsen, also wähle ich G41 und habe nun, man sieht es oben, Radiuskorrektur links der Bahn. Und Vorschub kann ich jetzt hier meinen Vorschub wählen, zum Beispiel 2580 zum Anfahren. So. Was man auch immer mit beachten muss, wenn man programmiert, dass man der Steuerung auch sagt, ob man inkremental oder absolut programmieren möchte.
Das vergesse ich immer gerne beim DIN, weil es beim Klartext ein bisschen anders da läuft. Das heißt, wenn ich am Anfang von so einem Satz bei der ersten Koordinate stehe, kann ich über G90 oder G91 auswählen, ob ich das Ganze im Absolutsystem, also die Maße beziehen sich auf den Bezugspunkt, oder im G91-System, die Maße beziehen sich inkremental auf die zuletzt gemachte Angabe. Hier wähle ich einmal G90 aus, nur um sicher zu gehen, dass wir uns auch hier im Absolutsystem befinden. Da muss man halt darauf achten, wenn man zwischen inkremental und absolut hin und her wechselt, dass man da immer mal wieder auch nach inkremental auf absolut wieder umschaltet. So, wir sind jetzt an unserem Konturstartpunkt angelangt und können nun über eine Linie, also L, G1, auf den Punkt x35.5, ich möchte ja das Ganze im Uhrzeigersinn fräsen, fahren. Und jetzt ist auch wichtig, ich muss immer nur das angeben, was sich ändert beim Satz. Natürlich könnte ich jetzt auch noch angeben, ich bleibe auf der y-Koordinate 5, aber das interessiert die Steuerung nicht. Ich brauche nur das angeben, was sich ändert. Ich könnte ihm auch noch mal sagen, ich fräse links von der Kontur, aber das weiß die Steuerung ja von oben. Also, das ändert sich ja nicht, also muss ich es nicht programmieren. Und in Vorschub könnte ich ihm auch wieder angeben, aber den merkt er sich von oben. Jeden Zahlenvorschub merkt er sich von oben bei der letzten Eingabe. Und so kann ich hier mir einfach Tipparbeit sparen, indem ich immer nur das angebe, was sich ändert. Wenn ich jetzt so eine Konturprogrammierung mache, ist es eigentlich immer praktisch, dass ich mir das Ganze auch grafisch anzeigen lasse. Und das können wir über die drei Pfeile im Kreis, über die Bildschirmaufteilung, Programm und Grafik machen. Dann bekomme ich hier auf der rechten Seite nicht mehr die Gliederung, sondern bekomme jetzt ein Fenster und da zeichnet mir jetzt die Steuerung automatisch mit. Und zwar kann ich automatisch zeichnen auf Einschalten. Dann wird mir automatisch jeder Satz, den ich mit End of Block verlasse, mitgezeichnet. Und so kann ich schon mal sehen, aha, wie sieht denn die Kontur aus, die ich programmiert habe, und kann die schon mal ein bisschen nach. Kommt nun eine Linie auf die Koordinate Y, 15, und mit End of Block beenden wir das Ganze wieder. Und jetzt sieht man schon, wie das Ganze hier mitgezeichnet wird. Und als nächstes geht es jetzt weiter mit dem Kreis. Kreis heißt ja bei Heidenhain, da haben wir verschiedene Varianten unten, CR, CT, CC und C. In der DIN-ISO-Programmierung ist das Ganze ein bisschen anders da, da haben wir ja G2, G3, je nachdem, was ich für eine Drehrichtung vom Kreis habe. Aber ich kann genauso auch auf meine C-Taste gehen und erhalte jetzt mal standardmäßig G3. So. G3, das funktioniert jetzt für meinen Kreis hier recht gut. G3 ist gegen den Uhrzeigersinn. Und ich muss jetzt meinen Endpunkt vom Kreis angeben. Der Endpunkt ist laut Zeichnung x17,5 und y plus 15. Aber den haben wir ja schon im Satz 230 angegeben, also im Satz 23. Da habe ich ja schon angegeben, okay, y15, also ändert sich das nicht. Also bleibe ich hier einfach, mache ich keine Angabe. Dann kann ich jetzt den Radius angeben. Den weiß ich allerdings von meinem Kreis hier nicht. Aber ich kann ihm auch die Mittelpunkt angeben. I wäre die Mittelpunktskoordinate in der X-Achse und J wäre die Mittelpunktskoordinate in der Y-Achse. Und das ist laut Zeichnung in x 26,5 und in y 25. So, mit End of Block beende ich den Satz wieder und bekomme nun meinen Kreis. Also, ein bisschen anders da wie bei der Klartextprogrammierung. Hier muss ich schon in der Funktion G2 oder G3 entscheiden, ob der Kreis im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn programmiert wird. So, dann wieder einen G1-Satz auf Y5
fahren wir wieder nach unten und mit G1 fahren wir auf den auf die Ecke unten, und in dieser Ecke unten sehen wir, da ist eine Phase, Phase 6 mal 45 Grad. Für diese Phase haben wir eine Funktion, wie man sowas programmieren kann. Diese Funktion setzt aber voraus, dass ich mit dem Linearsatz immer in die Ecke fahre, wo die Phase angebracht wird. Also ich fahre jetzt mit dem Linearsatz, also mit dem G1-Satz direkt in die Ecke, die ja eigentlich gar nicht in der Zeichnung da ist, sondern dann die Ecke G1 auf X5. So. Und jetzt sage ich der Steuerung, an dieser Ecke hätte ich gerne eine Phase. Und das sage ich über die Taste CHF für Chamfer Phase. Über den Eingabeparameter R kann ich jetzt die Größe der Phase angeben. Das ist 6 mm. Und nun kann die Steuerung automatisch diese Phase mit einfügen. Man sieht jetzt hier unten in unserer Grafik schön, dass einmal eine Phase nach oben weggeht und einmal eine Phase nach unten weggeht. Das hat damit zu tun, die Steuerung weiß noch nicht, wie ich mit meiner Kontur weitermachen möchte. Die Steuerung weiß nicht, ob es jetzt nach oben weitergeht oder nach unten. Deswegen fügt sie jetzt einfach mal eine Phase nach oben und nach unten ein, und ich kann mit meinem nächsten Element festlegen über G1 auf Y ganz nach oben 95. Jetzt geht es weiter nach oben, und jetzt weiß die Steuerung, aha, es geht nach oben weg, also wird die Phase so eingefügt. So, bei Y 95 haben wir gleich die nächste Ecke, die geändert werden soll. Unten hatten wir jetzt eine Phase, oben kommt jetzt eine Rundung. Auch hier fahre ich wieder in die Ecke, die ja eigentlich weggefräst wird, gebe über die Taste RND, Rounding, meinen Eckenradius an, R8. Also man könnte sich jetzt auch die G-Funktion, G24 für Phase oder G25 für Rundung mitmerken. Ich verwende halt immer die Tasten, die halt an der Steuerung zur Verfügung stehen. Da komme ich auch hin und ich muss mir nicht diese G-Funktionen merken. Auch beim Kreis ist das Gleiche. Man sieht, er weiß nicht, wo es hingeht. Also gibt er mal einen Kreis nach links und nach rechts an. Und ich sage ihm jetzt über G1, dass wir auf X135 weiterfahren. Und dann weiß er, okay, diese Kante hier oben soll verrundet werden. So, jetzt geht es weiter. Oben rechts mit dem Radius 20. Jetzt habe ich einen Radius, von dem weiß ich den Endpunkt, aber nicht den Mittelpunkt, aber ich kenne den Kreisradius. Und somit kann ich hier die Funktion CR verwenden. Und jetzt sehen wir, jetzt wird G5 eingefügt. So, und je nachdem, was ich jetzt hier habe, G5, R20 und meine Endpunkte, das wären dann die Endpunkt X145 und Y80. I und J habe ich nicht, also mit End of Block beendigt es. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil er nämlich hier das Ganze mit einer falschen Drehrichtung hat. Also passt die Funktion noch nicht. Ich benötige hier die G2-Funktion. Auch hier kann ich einen Radius angeben und den Endpunkt und sage ihm jetzt, das Ganze soll im Uhrzeigersinn laufen, und dann stimmt der Kreis auch. Also da muss ich einfach immer, wenn der Kreis im Uhrzeigersinn sein soll, G2, wenn er gegen den Uhrzeigersinn sein soll, G3, dann muss ich da auch einfach drauf schauen. So, als nächstes fahren wir nach unten mit einem G1 auf die Y24. Und jetzt haben wir ein nächstes Kreiselement, und zwar von diesem Kreiselement da unten weiß ich relativ wenig.
Das ist ein Kreis. Da habe ich aber keinen Kreisradius angegeben, ich habe einen Endpunkt angegeben und ich habe außerdem keinen Mittelpunkt angegeben. Also fällt I und J schon mal flach, der Radius fällt flach. Das Einzige, was ich sehe, dass der Kreis einen tangentialen Beginn hat. Und das kann ich mit der Funktion CT machen. Das ist G6. CT auf X 136. Und Y wären 9. Und das sind die einzigen Angaben, was ich hier machen muss. Kreis mit tangentiellen Beginn ist einfach nur der Endpunkt des Kreises. Alles andere berechnet sich die Steuerung selbst. Aus der Gerade, die ich davor programmiert habe, wird automatisch der Radius und der Mittelpunkt errechnet und die Steuerung kann den Radius mit einfügen. Als nächstes wieder eine Gerade, G1 auf x 128,5 und y5 und dann schließen wir die Kontur mit G1 auf x 50. So, jetzt haben wir die Kontur beendet und nun müssen wir die Kontur verlassen. Also Approach, Departure. Departure LCT und ich fahre einfach auf den gleichen Punkt wie vorher, x50, y-20 mit Radius 2 und schon habe ich die Kontur wieder verlassen und kann nun noch mit G0 das Werkzeug in Sicherheit bringen, also Z plus 20 und bin wieder weg. Die Radiuskorrektur wird automatisch vom Departure-Satz aufgehoben. Somit, wenn ich mir das angewöhne, immer den ersten Punkt der Kontur mit Approach anzufahren, hier wird auch die Radiuskorrektur aktiviert und wenn ich die Kontur verlasse, immer mit Departure, wird automatisch durch Departure auch die Radiuskorrektur aufgehoben. Und jetzt muss ich noch das Unterprogramm, wir haben ja dieses Programm in einem Unterprogramm geschrieben, hinter M30, und nun muss die Steuerung auch wissen, wann ist dieses Unterprogramm beendet, und das sage ich ihr über Label Set 0. Jetzt habe ich hier meine Kontur, und diese Kontur möchte ich schruppen. Sehen wir ja oben, Außenkontur schruppen und anschließend möchte ich diese Kontur auch noch schlichten. Da bin ich immer faul. Wenn ich sowas nochmal brauche, gehe ich einfach auf Block markieren, markiere mir den Bereich des Programms, den ich nochmal brauche, sage Block kopieren und Block einfügen. So, jetzt sehen wir hier, ich habe einmal Außenkontur schruppen, Außenkontur schruppen. Also einmal möchte ich schruppen und einmal möchte ich schlichten. So, beides mit dem gleichen Werkzeug. Wenn ich das jetzt so abarbeiten lasse, wird bei der ersten Bearbeitung geschrubbt und bei der zweiten Bearbeitung geschlichtet. Allerdings hat er bei der zweiten Bearbeitung gar nichts mehr zum Schlichten, weil er nämlich bei der ersten Bearbeitung schon alles wegnimmt. Somit muss ich ihm oben beim Schruppen sagen, dass er doch auf der Kontur Aufmaß drauflassen soll. Und das mache ich, indem ich das Werkzeug verändere. Also einfach beim Tool Call nochmal reingehen und über DL und DR füge ich einfach zwei Aufmaße noch mit dazu ein. Zum Beispiel 0,5 und 0,5. Nun mache ich das Werkzeug einfach um einen halben Millimeter in der Länge und einen halben Millimeter im Radius größer. Die reellen Maße des Werkzeuges, also wie das Werkzeug wirklich aussieht physikalisch, ändern sich nicht, aber das Werkzeug bleibt einfach einen halben Millimeter in der Tiefe und in der Seite weg und so erhalte ich das Aufmaß, das ich dann beim Schlichten unten, da mache ich ja nochmal den Werkzeugaufruf, allerdings jetzt ohne diese Delta-Länge und Delta-Radius, also werden die gelöscht. Also wird beim Schlichten dann nur noch diese 0,5 mm in der Länge und im Radius weggearbeitet. Das schauen wir uns jetzt mal in der Simulation an.
War jetzt etwas schnell. So, das sehen wir jetzt hier, die beiden Bahnen. Und wenn wir jetzt mal etwas reinzoomen, sehen wir jetzt hier schön diese unterschiedlichen Bahnen. Einmal in der des Schruppen ist die innere Bahn, also 0,5 mm von der Kontur weg. Und schlichten ist die äußere Bahn. Und was man auch sieht, wenn man das Ganze jetzt mal nach oben dreht, bringen wir mal das Werkstück weg, sieht man auch schön den Unterschied in der Z-Achse. Auch hier haben wir diese 0,5. Und das ist auch unser Schlichtaufmaster. Also das wird von der Steuerung sauber beachtet und können wir dann so verwenden. So. Bei uns geht es jetzt weiter, nachdem wir die Kontur geschrubbt und geschlichtet haben, mit unseren Bohrungen. Bohrungen, machen wir wieder einen Gliederungspunkt. Bohrungen. Wenn wir es richtig schreiben. Bohrungen. Genau. So, diese Bohrungen möchte ich jetzt als erstes mal zentrieren und dann als nächstes bohren. Dazu mache ich einen Gliederungspunkt, einen weiteren. Und jetzt kann ich hier unten den Softkey 8 verwenden, um so ein bisschen Struktur in die Gliederung reinzubringen. Man sieht, wenn ich diesen Softkey drücke, dann wandert der Strich eine Ebene nach innen. Und das werden wir dann später sehen. Da haben wir dann eine schöne Struktur im Programm. So, wir beginnen mit Zentrieren. Und zentrieren wollen wir mit einem T-Durchmesser 10 NC Anbohrer. Also gleichzeitig zentrieren und anfassen. Dazu wieder Tool Call, Werkzeugname, ich wähle mir ein Werkzeug aus, beispielsweise den Anbohrer Durchmesser 10 mit der Ebene, der Drehzahl und dem Vorschub, mit dem ich hier arbeiten möchte. M3 schalte ich die Spindel ein. So, über CycleDev. Bohren und Gewinde wähle ich mir nun den passenden Zyklus aus. Und zwar gibt es hier auf der zweiten Ebene, also man sieht hier oben immer, über den Softkeys sind so schwarze und ein blauer Strich. Das ist immer die Softkey-Ebene. Momentan bin ich auf der ersten Softkey-Ebene, dritte Softkey-Ebene, zweite Softkey-Ebene. Und auf dieser zweiten Softkey-Ebene finde ich den Zyklus 240, der ist fürs Zentrieren verantwortlich. So, da habe ich jetzt Sicherheitsabstand, Auswahl, Durchmesser oder Tiefe. Dieser Sicherheitsabstand wird immer vor dem Zyklus angefahren mit Eilgang. Auswahl, Durchmesser oder Tiefe. Ich möchte den Durchmesser angeben, also 1. Dann ignoriert die Steuerung die Angabe bei der Tiefe. Es wird nur der Durchmesser angeschaut. Und da habe ich jetzt bei meinem Programm hier die Tiefe oder den Durchmesser 10 mm. Okay. Vorschub für die Tiefenzustellung. Hier kann ich den F-Auto verwenden. Dann verwendet er wiederum den Tool, den Vorschub, den ich oben verwendet habe. So, und jetzt die Positionen, wo diese Bohrungen ausgeführt werden sollen, brauche ich ja einmal fürs Zentrieren und einmal fürs Bohren. Also verwenden wir auch hier wieder ein Label. Call Label. Und jetzt kann ich zum Beispiel ein Label Name verwenden. POS für Position zum Beispiel. Wichtig ist hier immer auf Groß- und Kleinschreibung achten, denn das muss wirklich zusammenpassen. Und hinter M30 kann ich jetzt wieder mit Label Set mein Label POS eingeben. Und da beginnen wir jetzt einfach mit unserem G0. Ich fahre auf X12. Y haben wir 40.
Auch hier wieder mit dem G90-System und G40. So, und jetzt muss ich ihm sagen, an der Position möchte ich schon mal meine Bohrungen aufrufen, also mit M89. M89 heißt, dass ab sofort, ab jeder Position, wo ich hinfahre, der zuletzt definierte Bearbeitungszyklus abgearbeitet wird. Das heißt, an jede Position, wo ich jetzt hinfahre, wird automatisch dieser Zyklus abgearbeitet, immer der zuletzt definierte. Mit M99 beende ich diesen Automatismus wieder. So, als nächstes G0 auf Y55. Jetzt muss ich kein M99 dahinter schreiben, denn der Zyklus wird automatisch durch das M89 aufgerufen. So, und jetzt kommen wir zu den nächsten Bohrungen. Das sind diese vier Bohrungen in der Mitte. Die sind nicht mit X und Y bemaßt, sondern mit einem Durchmesser und einem Radius, mit einem Durchmesser und einer Winkelangabe. Die müsste ich mir jetzt eigentlich über die Winkelfunktionen ausrechnen. Allerdings dauert es dann und ich kann nicht direkt die Zeichnungsdaten übernehmen. Also kann ich hier jetzt direkt diese Daten auch verwenden und zwar mit Polarkoordinaten. Polarkoordinaten sind ein Radius und ein Winkel zum Mittelpunkt von der Bohrung oder von dem Element, was ich haben möchte. Wichtig ist bei Polarkoordinaten, dass ich einen Pol angebe. Diesen Pol gebe ich über die Taste CC. Und hier ist wichtig, dieses G2 mit No End rausschmeißen. Das war eins zu früh. CC. Nun muss ich hier I und J angeben. Zum Beispiel I ist Mittelpunkt von unserem Kreis 75 und Y ist 50. Das soll aber kein Kreis sein, sondern einfach nur ein CC, also ein Mittelpunkt. Deswegen kann ich über die No-End-Taste einfach den G2 rausschmeißen. Ich könnte auch direkt über die Taste I direkt diesen Punkt angeben. Mit I und J kann ich das direkt auch über die Tastatur angeben. Genau, jetzt hat die Steuerung diesen Pol X75, Y50 mit I und J angegeben und nun kann ich die Polarkoordinaten verwenden. Und das kann ich über Linear und anschließend drücke ich die orange P-Taste. Jetzt wechselt vorne der Dialog von G1 auf G11. Ich hätte jetzt aber gerne noch G10 Eilgang. G10 heißt Linear Polar mit Eilgang. Und hier gebe ich jetzt den Radius an. Radius, der Teilkreis Radius ist 30, Durchmesser 60. Und H ist der Winkel, das sind 45 Grad. Mit End of Block beende ich das Ganze. Dann wird hier jetzt auch die erste Bohrung gemacht. Und nun geht es eigentlich weiter. G10. Radius, der ändert sich nicht. Der Winkel ändert sich, und zwar der Winkel ändert sich inkremental. G91, das ist jetzt wichtig, dass ich hier G91 mache, und 90. Denn nun kann ich einfach hergehen und die anderen Bohrungen mit einfügen. Und zwar, ich habe jetzt diesen Satz hier einmal geschrieben und habe jetzt unten den Softkey letzten NC-Satz einfügen. Und den drücke ich einmal. Und nochmal, und jetzt werden mir diese Bohrungen hier eingefügt. Bei der letzten Bohrung ist es jetzt wichtig, dass ich ein M99 programmiere, damit die Steuerung weiß, dass dieser Automatismus jetzt wieder beendet ist. Und jetzt kann ich mein Label wieder beenden über Label Set und 0 wird hier wieder das Unterprogramm beendet. So, oben rufe ich das Ganze einfach auf
und gehe jetzt zur nächsten Bearbeitung. Das wären jetzt mein Bohren. Beim Bohren mit dem Durchmesser, was haben wir, 6,8. Genau. So, als erstes rufe ich wieder mein Werkzeug auf, Tool Call, Werkzeugname. So, schauen wir mal, wo wir ihn haben. Da ist er. Und mit M3 schalte ich wieder ein. So, und jetzt möchte ich gerne den Bohrzyklus 200 verwenden. Und wenn ich die Nummer vom Bohrzyklus weiß, das mit nach einer Zeit weiß man einfach, was man für Zyklen Nummern verwenden kann, kann ich über CycleDev GoTo diese Nummer auch direkt aufrufen und kann jetzt hier sagen GoTo 200. Und über Enter kann ich jetzt direkt diesen Zyklus übernehmen. Das heißt, wenn ich die Zyklennummer weiß, gehe ich einfach auf CycleDev, GoTo und kann direkt diesen Zyklus übernehmen. Die Tiefe ist 10. Und zwar für die ersten beiden Bohrungen ist die Tiefe 10. Für die anderen Bohrungen, das sind dann Durchgangsbohrungen. Das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Zyklus für die ersten zwei Bohrungen und nochmal einen Zyklus für die anderen vier Bohrungen. Das umgehen wir jetzt ein bisschen anders da. Ich definiere jetzt einmal den Zyklus. Wichtig ist hier Bezug Tiefe. Ich muss hier 1 eingeben, denn die 10 mm sind auf den zylindrischen Teil der Bohrung bemaßt. Also 1, so berechnet sich die Steuerung über den Spitzenwinkel die passende Tiefe. So, zum Bohren rufe ich jetzt mein Unterprogramm auf. Das ist das Unterprogramm POS. So, und jetzt muss ich der Steuerung aber noch sagen, dass die ersten beiden Bohrungen macht sie mit minus 10. Und nach den ersten beiden Bohrungen sollte sie doch bitte auf die Tiefe minus 22 gehen. Und wenn wir jetzt hier oben im Zyklus schauen, die Tiefe hat den Q-Parameter Q201. Und das kann ich jetzt auch in meinem Unterprogramm verwenden, indem ich einfach die Q-Taste im Nummernblock, nicht im Nummernblock, auf der ASCII-Tastatur drücke und 201 eingebe und jetzt sage, die Tiefe soll minus 22 sein, damit ich komplett durch mein Bauteil durchkomme. End of Block. Und jetzt werden die ersten zwei Bohrungen mit der programmierten Tiefe minus 10 gemacht. Und die nächsten vier Bohrungen werden dann mit der geänderten Tiefe, mit dem geänderten Tiefenparameter Q201 durchgeführt. Das Ganze können wir uns auch nochmal in der Simulation anschauen. Einmal, zweimal und jetzt sehen wir hier auch schön, wenn wir das transparent machen, aha, die ersten beiden Bohrungen sind 10 mm tief und die anderen sind Durchgangsbohrungen. Und so kann man das einfach machen. Es wird immer der zuletzt definierte Zyklus aufgerufen. Allerdings kann ich dann über diese veränderten Q-Parameter nochmal das Verhalten des Zykluses verändern. So, die Zeit läuft voraus. Wir kommen zu unserem nächsten Element, was wir noch haben. Das wäre einmal die Kreistasche. Die zeige ich jetzt einfach mal beispielhaft für die verschiedenen Zyklen. Obwohl, da machen wir jetzt nicht die Kreistasche, da machen wir am besten die Rechtecktasche. Da sehen wir am meisten, was wir bei den Zyklen alles so eingeben können. So, dann machen wir hier die Rechtecktasche. Mit dem Werkzeug, wir haben einen Eckenradius von 5, also brauche ich Minimum einen 10er oder Maximum einen 10er Fräser, den ich verwenden kann. Den nehmen wir jetzt mal hier. So, dann rufe ich das Werkzeug auf, Tool Call,
Werkzeugname. Also ich arbeite immer gerne mit Werkzeugname, weil ich so einfach gleich sehe, was ich hier aufrufe. Vergebe eine Spindeldrehzahl. Diese Spindeldrehzahl könnte ich mir auch mit dem Schnittdatenrechner ausrechnen lassen. Dazu kann ich hier einmal den Werkzeugradius übernehmen. Das ist 5 und kann jetzt die Schnittgeschwindigkeit angeben, 480, und somit berechnet mir die Steuerung automatisch den passenden, die passende Drehzahl dazu. Und über den Softkey 1 kann ich diese übernehmen. Das gleiche geht dann auch beim Vorschub, das kann ich dann später im Zyklus auch verwenden. So, M3. Und jetzt definiere ich meinen Zyklus, CycleDev, mit Taschenzapfen, Nuten und die Rechtecktasche. So, hier haben wir jetzt Bearbeitungsumfang 0. Erste Seitenlänge der Tasche habe ich laut Zeichnung 30. Zweite Seitenlänge ist 20. Eckenradius 5 mm. Aufmaßseite. Ich möchte schrubben und schlichten, also vergebe ich 2/10 Aufmaß in der Seite. Die Drehlage sehe ich laut Zeichnung 45 Grad. Die ist immer entlang der positiven X-Achse. Bei uns ist es die erste Hauptachse. Taschenlage. Da kommt es jetzt darauf an, wie die Tasche bemaßt ist. Bei uns ist sie auf Mittelpunkt der Tasche bemaßt. Also deswegen Taschenlage 0. Die Taschenlage ist wichtig. Ich muss später mein Werkzeug auf diese Taschenlage vorpositionieren, damit die Steuerung die Tasche auch an der richtigen Position abarbeitet. Vorschub fürs Fräsen. Hier kann ich wieder meinen Schnittdatenrechner verwenden. Der übernimmt jetzt automatisch meine Drehzahl, kann dann über die Anzahl der Zähne den Vorschub pro Zahn angeben und bekomme hier unten berechnet meinen Vorschub, den ich dann wieder mit F, mit Softkey 1 übernehmen kann. Die Tiefe ist dann 5 mm. Das Ganze kann auf einmal machen. Aufmaß in der Tiefe 2/10. Vorschub für die Tiefenzustellung. Auch hier verwende ich wieder meinen Schnittdatenrechner und reduziere jetzt lediglich den Vorschub pro Zahn und kann mit einem reduzierten Vorschub hier eintauchen. Zustellung für Schlichten, das soll auf einmal machen, also 0, und beende den Zyklus mit End of Block. Und jetzt kommt wieder G0 auf die Position X29, Y71 und mit M99 rufe ich meinen Zyklus wieder auf. So, das Ganze können wir uns auch in der Simulation anschauen. Jetzt bringt er mir Werkzeugradius zu groß. Da müssen wir jetzt schauen. Entweder verträgt er sich nicht mit dem Eckenradius 5. Schauen wir mal. Durchmesser 10. Können wir mal schauen, was wir hier an Radius angegeben haben. Genau, das sind die 5. Jetzt kann ich entweder, wenn ich sage, okay, der Radius ist exakt 5, dann kann ich hier den Eckenradius auch auf 0 lassen, wenn ich, 5, wenn ich einen 10er Fräser verwende. Genau. Oder ich verwende einen kleineren Fräser und gebe dann hier den Eckenradius von 5 direkt an. Genau. Hier haben wir jetzt unsere Tasche. Man sieht schön, er taucht helixförmig in die Tasche ein und dann wird die Tasche rausgearbeitet. Und auch hier wieder schrubben und schlichten wird hier das Ganze schön mit eingebracht. So, die weiteren Zyklen ist dann einfach nur Eingabe von den verschiedenen Parametern. Was ich jetzt noch mit Ihnen gemeinsam machen möchte, wäre, dass wir unsere Außenkontur auch noch entgraten. Und dazu haben wir ja schon unsere Kontur programmiert. Und jetzt können wir über unser Entgraten das Ganze außen hier entgraten. Dazu wechsle ich mir einen
NC-Anbohrer mit einem Spitzenwinkel von 90 Grad ein. Und starte mit M3 die Spindel. So, und jetzt möchte ich ja wieder das gleiche Unterprogramm wie vorher aufrufen. Also Label Call, Label 1. So, wenn ich das jetzt so mache, passiert Folgendes. So, er hat den NC-Anbohrer drinnen, allerdings sehe ich keine Phase an meinem Werkstück. Keine Phase da. Der NC-Anbohrer hat hier nichts gemacht. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Grund 1 ist mal der, dass der NC-Anbohrer, man sieht es hier, bis auf die Endtiefe von minus 5 runtergefahren ist. Das ist etwas zu tief gewesen oder wäre zu tief gewesen. Der hat jetzt genau unten auf der unteren auf minus 5 entlang gefräst mit der Spitze. Das heißt, damit ich das Ganze jetzt mal hier richtig verwenden kann, gehe ich als erstes mal her und muss die Tiefe hier unten im Label 1, die steht ja auf Z-5. Für Schruppen und Schlichten hat das ja gut funktioniert, aber fürs Entgraten hätte ich jetzt gerne eine andere Tiefe. Und wenn ich so das mit unterschiedlichen Werten fahren möchte, kann ich auch hier wieder Q-Parameter verwenden. Das heißt, ich gehe in meinen Satz rein und statt Z-5 schreibe ich ZQ50. Q50 ist der Q-Parameter, das ist ein Platzhalter und den kann ich jetzt mit verschiedenen Werten füllen für die verschiedenen Anforderungen. Das heißt, für Schruppen und Schlichten programmiere ich einen Q50 von minus 5. Der wird jetzt hier fürs Schruppen und fürs Schlichten verwendet. Und fürs Entgraten verwende ich einen Q50 von minus 0,5. So. Jetzt ist das Ganze schon mal auf die richtige Tiefe gemacht. Und jetzt muss ich der Steuerung noch sagen, dass sie doch diese Kontur mit einem Punkt an meiner Schneide fahren soll. Und durch das, dass ich ja einen NC-Anbohrer mit einem Winkel von 90 Grad habe, mit einem Spitzenwinkel, kann ich mir jetzt meinen Punkt, den die Steuerung führt, einfach an diese Schneide ranziehen. Und zwar programmiere ich das immer so, dass ich im Werkzeugaufruf programmiere, ich habe Durchmesser 8, also Radius 4, Spitzenwinkel ist 90 Grad, also kann ich einfach DL-2 und DR-2. Das heißt, ich gehe jetzt einfach von dem vermessenen Punkt von meinem Werkzeug 2 mm nach oben und 2 mm vom Radius rein. Das heißt, ich ziehe mir, wenn wir mal unser Werkzeug kurz anschauen, ich gehe jetzt einfach her, das Werkzeug ist vermessen, so, ich versuche möglichst gerade zu zeichnen, das hier ist der Radius und das hier ist die Länge. Was ich jetzt einfach gemacht habe, ich bin in der Länge zwei Millimeter nach oben gewandert und im Radius 2 mm nach innen gewandert. Somit ist das jetzt mein Punkt, den die Steuerung führt. Und durch das, dass ich mir diesen Spitzenwinkel anzeigen lasse, sehe ich dann nun auch in der Grafik meinen Punkt. Wichtig ist immer, dass dieses DL und DR
müssen immer gemeinsam, wenn man das zusammenrechnet, muss immer der Radius wieder rauskommen. Also wenn ich jetzt einen Punkt hier oben haben möchte, dann gebe ich halt dl minus 4 und dr dl minus 3,5 und dr minus 0,5 ein, damit ich wieder auf meinen Radius 4 komme. So. Und wenn wir das Ganze jetzt ablaufen lassen, sehen wir, dass wir jetzt auch unsere Phase mit drinnen haben. Warum der Kreis hier so facettiert dargestellt wird, liegt daran, dass wir die mittlere Auflösung haben. Das sehen wir hier unten bei diesen vier Punkten. Das kann ich über Mode, Modellqualität sehr hoch übernehmen, ändern. Dann habe ich diese Facettierung am Kreis nicht mehr und habe eine höhere Modellqualität. So, komplett fertig sieht dann das Teil so aus. Heißt, alle Zyklen, Konturen, alles gemacht, alles entgratet. Die Innentasche, die habe ich mit SL-Zyklen, mit einem SL-Zyklus gefertigt. Dazu gibt es ein eigenes Webinar. Das heißt, ich erstelle einfach die Kontur, die Innenkontur hier als eine Kontur und mit dem Zyklus SL-Zyklus wird das Ganze dann ausgeräumt. Genau, können wir jetzt hier mal die Fräsbahnen ausblenden und sehen jetzt hier das komplett fertige Werkstück, alles entgratet und so kann man das einfach hier machen. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist das Thema mit der Gliederung. Und zwar, wenn wir immer fleißig unsere Gliederung mit eintragen, dann, wenn wir über die Bildschirmaufteilung, also die drei Pfeile im Kreis, auf Programm und Gliederung gehen, sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite unsere komplette Programmgliederung. Und das hat einen Vorteil, und zwar, wenn ich auf die zweite Softkey-Ebene rüberwechsel, kann ich hier über mein Wechseln, über den Softkey hier auf die rechte Seite rüber wechseln und kann jetzt hier zwischen meinen Gliederungspunkten hin und her springen. Und wenn man jetzt mal auf der linken Seite das Programm verfolgt, das springt immer mit und zwar immer an den Gliederungspunkt, wo ich aktuell stehe. Und so kann ich jetzt mal, wenn ich schnell von meinen Bohrungen vom Hauptprogramm zu den Bohrpositionen möchte, dann gehe ich einfach nach drüben und springe nach unten auf meine Bohrpositionen und bin jetzt im Unterprogramm für die Bohrpositionen. Und so kann ich eben in großen Programmen sehr gut hin und her navigieren und mich sehr schnell orientieren. Was es außerdem noch gibt bei der DIN-ISO-Programmierung, ist hier die Möglichkeit, Satznummern zu sortieren. Das heißt, wenn ich Sätze irgendwo einfüge, ausschneide, lösche und dann die Sortierung nicht mehr passt, kann ich hier einfach über den Sortieren sagen, ich möchte zum Beispiel einen Satznummernschritt an einer Schritt machen und dann über OK und dann werden meine Sätze neu durchsortiert. Das heißt, wenn das jemanden stört, dass die Satznummern nicht mehr richtig sortiert sind, der Steuerung macht es nichts aus, das Programm wird trotzdem abgearbeitet, aber dann kann man hier über Satznummern sortieren das Ganze abarbeiten. So, wir sind am Ende des Webinars. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zeigen über die DIN-ISO-Programmierung bei Heidenheim-Steuerungen. Bei der DIN-ISO-Programmierung ist es eben sehr wichtig, dass wir uns die verschiedenen Nummern der G-Funktionen auch mit einprägen. Deswegen hat ja Heidenheim auch die Klartext-Programmierung mitentwickelt, damit man eben hier wirklich einfache Syntax hat und das Ganze schnell mit diesen Klartext-Befehlen eingeben kann. Aber man kann natürlich auch speziell für Schulen und Ausbildungen oft auch wichtig, dass man eben auch die DIN-ISO-Programmierung mit der Heidenheim-Steuerung umsetzen kann. Und das kann man natürlich hier auch machen, nachfragen. So, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Webinar wieder hören. Und ich würde jetzt wieder an meinen
Moderator und Organisator von der Industriearena und bei dem ich mich natürlich für immer, wie immer, für die gute Organisation bedanke, übergeben, damit er noch das Schlusswort sprechen kann. Vielen Dank und auf Wiederhören.